Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Skrrr. So, wir wollen heute Kleber finden. Es geht um Kleber. Kleber, meine lieben Freunde. Da unten ist eine Garage. Da laufen wir... Ach, das war die... Ach, wo finden wir Kleber? Da ist auch eine Werkstatt. Die ist näher. So, und wenn wir hier auch nichts finden, dann fahren wir mit dem Auto bis zur Tanke. Jetzt dachte ich mir, da ist wer. Aber wir haben schon total zugemüht. Gestern mal das Inventar. Heftig, heftig, heftig. So, das brauchen wir. Warum auch immer. Kleber, bitte. Kleber, Gummiband. Sag mal. Da unten ist er. So, und während er so rumliegt, mit dem Gesicht nach unten, schlagen wir mal drauf. Hast du Kleber bei dir, mein Freund? Kein Kleber. Keine Fahrkarte. Bauchtasche. 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 Das macht mir noch wahnsinnig, das Thema. Ja, mit der Lupe. Das würde uns dann sicher auch helfen. Oh weh. Oh, da schreit jemand. Wahrscheinlich, weil er auch keine Bauchtasche hat. So, schauen wir da mal rein. Schere, das können wir aufessen. So. Was spielt's im Fernsehen? Nichts. Soll ich jetzt echt bei der Polizei nochmal reingehen? Ich würde es jetzt beschränken bei... Oder eher so? Gib mir den Kleber. Ich weiß, dass du ihn dabei hast. Ein Mambach und Cheeseburger wird gleich gegessen, aufgegessen, gefunden und schon gegessen. So. Hätte ich gerne auf die 2? Nö. So, so hätte ich es gern. Dann schauen wir mal in die Garagen bzw. in die Werkstatt da vorne. Ich hätte gerne einfach nur Kleber. Einfach Kleber. Einfach Kleber. Einfach Kleber, zweifach Kleber. So, in den Tischchen. So, Garage. Auch nix. Oh. Einfach nur Kleber. Ich wollte einfach nur Kleber. Da drüben ist auch noch eine Garage. Schon langsam vermute ich, wir haben Pech mit dem Kleber. Okay, vielleicht müssen wir einfach nur zur Tanke fahren. Und die Tankstelle löst alle unsere Probleme. Vor allem der Springzombie dort. Ah, gut. So, für Mami stehen wir da mal drauf. So, da ist noch eine Tankstelle. Und dann laufen wir mal rauf zu unserem Fahrzeug. Und ja, dann fahren wir zur Tanke. Danke, danke. Auf zur Tanke. So, nö, was? So, ich sehe aber hier keine... Oh, da ist noch eine Garage. Mal drüber hoppen. Oh, da ist eine Werkstatt. So eine Erdgeschosswerkstatt. Ist hier
Jetzt haben wir da Gummi. Yeah, es ist Gummi. Werkstatt. Oh, wildes herumgelaufen. Wildes herumgelaufen. Ja, Seife. Nö. Nö. Da vielleicht. Oh, verdammt. Ist man im Zentrum aller Werkstätten und was findet man? Keinen Kleber. Was ist das? Gummi. Unendliche Mengen an Gummis. Mein Gott, was macht ihr hier in eurer Freizeit? So. Gummikunst. Okay, gut, da gehen wir diesmal nicht weiter. Vorne wieder raus. So, ich glaube, dort ist die Kirche. Wir müssen links an der Schule vorbei. In der Schule werden wir doch keinen Kleber finden. Nein. So, und ich glaube, da oben auf der Schräge steht unser Auto. Irgendwo. Ja. Oh, es ist noch da. Gummi. Wohin man nur sieht, überall Gummi. Gummi. Dabei brauche ich doch nur Kleber. Finde ich einen Müllkleber? Ein Klebeband. Die Bolzen. So. Nee, ich komme da nicht rein. Nö. So, gut. Ach ja. So, wir schauen mal auf die Map. Süden. Da ist die Lösung. So. Gott sei Dank. So. Immerhin, er fährt noch. Ist ja alles gut, er fährt noch. Ich muss nur konzentriert bleiben bei der Fahrt. So, da ist die Polizei, da waren die Garagen. So, Moment. Nur kurz mal orientieren. Jetzt fahren wir da vorne an. Wir müssten eigentlich leicht nach Osten und dann nach Süden. So, und dann den Weg hier. Ich glaube, so sind wir richtig. Ich glaube, so ist der Weg richtig. Die Reifen. Genau, und so müssen wir einfach mal weiter. Ja, in die Richtung die Tankstelle. Gott sei Dank. So, irgendwas stimmt auf jeden Fall wirklich nicht. Wir müssen den Reifen reparieren. Ja. Sieht nicht gut aus. Eher gefährlich.
Ist das ein Sprengzombie? Nö, oder? Ist das ein Sprengzombie? Nö, oder? Hast du Gummi bei dir? Hast du Kleber bei dir? Und eine kleine Bastelschere? Nö, alles nicht dabei. So, dann nehme ich mal das Car Repair Set und wir verbrauchen es jetzt am Auto. Geht gar nicht. Okay, so, dann machen wir da mal auf. Also, Car Repair Set, Car Repair Set. Oh, jetzt weiß ich, wo das ist. M9. M9. Ja, jetzt aber. So. Dann haben wir hier das da. So. Gummi. Gummi. Und Gummi. Lass dich zubeschieben. Wir haben Draht. Wir haben ein Haarband. Haarband, Haarband, Haarband. Ich weiß, es ist kein Haarband, steht ja da. So, Draht. So. Für die M9. Das könnte man zusammenführen, wenn man wollte. So, da, da. Was haben wir noch für Zeug? Schrott, Papier, Bleiplatte. Das kann man da alles reingeben. Ja. So, und dann. Na, weiter rauf. Scroll, mein Freund. Scroll. Scroll. So. Und die zweite Axt auch dazu. Zwei Äxte. Ja, da können wir dann den Massaker-Axtmörder machen. So. Nö, ich will nicht verstauen, ich will fahren. Ja, die 3 Meter gehe ich nicht zu Fuß. Ich hätte gerne Kleber. So, mein Freund, komm zu mir, komm zu mir. Schlägerei auf der Tanke. So. Vielleicht hat er Kleber. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So, vielleicht dort drinnen? Auf der anderen Seite ist auch noch so ein Baucontainer. Nö. Ja, Papier ist super. Haarbänder. Auf jeden Fall. Ja, Gummi, aber ich glaube, wir haben echt schon genug Gummi. Metallrohr. Was es hier für Sachen gibt. So, No Smoking hätte ich jetzt Zigaretten. Ja, Waltraud raucht aber nicht und somit... Sonnenbrille? Kleber, Kleber, warum kein Kleber? Kleber, Kleber. So, da noch Müll durchwühlen. Vielleicht finden wir da noch Kleber. So. Oh, ein 100%iger Fetzen, den muss ich mitnehmen. Ja, das ist auch gut. Mobiltelefon, das könnte man wieder mal in einen See werfen oder so. Ein Haarband, genial. Draht, ja, nein, Metallschrott. Also irgendwo muss man schon aufhören. So viel. An sich ein hübsches Mädel. So, wir werden aber wieder die Maske und den Helm ablegen. So, stichsichere, stichsichere, Helm, Einsatzkleidung. Ja, gleich viel besser. Wow.
Wo könnte ich Kleber finden? Apropos Kleber finden, Stoppwechsel. 64, 46. Ich müsste mal auf die Toilette. Das werden wir aber beim nächsten Stopp machen. Hier. Super. Naja, ich dachte ja nur. So, wir schauen mal auf die Map. Also, ja, die Steinbruchgeschichte, aber ich würde gerne hier zurückfahren in das Dorf. Andererseits, da haben wir jetzt die ganze Nacht verbracht. Was ist mit hier? Oh, das ist auch schön. Also, Weg zurück und dann nach Süden. Also, einsteigen. Ja, schon langsam wachsen Waltrauts Haare auch wieder. Das ist ganz gut, dann können wir sie nachher wieder abschneiden. Mit der Machete. Okay, das war nur, damit ich endlich die Car Repair Sets brauche. Oh, den Pilz hätte ich gern. Aber der verschwindet eh wieder, wenn... Gut. Ich traue dem letzten Update. Der Pilz wird nicht verschwinden, wenn ich ihn aufhebe. Aufnehmen. Oh mein Gott. Manchmal funktioniert's. Das ist aber cool. So, dann machen wir das gleich mal auf. Also, habernd, habernd, habernd. Was liegt da dazu? So, habernd. Wobei, da haben wir das da, da und da. So, habernd, habernd, habernd. De, 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 de. Warum nehme ich das Zeug eigentlich mit? Geht das nicht zusammenführen? Dann werfe ich es am Boden. Das holen wir später. Komm, Kind, lass liegen. Wir holen es später. So. Dö, dö, dö. Dö, 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 dö. So, und los geht's. Ah, schön. Also, wieder zurück. Und einen Weg Richtung... Ach, Richtung Süden. Ein Feldweg Richtung Süden. Links. Und irgendwo werden wir Kleber finden. Ich bin ganz sicher. Feldweg Richtung. Ist das ein Feldweg? So, Feldweg Richtung Süden. Ja, das Kurvenverhalten ist etwas schwierig mit einem Plattenreifen, aber... Es ist nicht unmöglich. Richtig Stoff geben, das nutzt die Felge endlich. Ja, Felgen haben sonst eh keinen Zweck. Dö, 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 dö. So, und irgendwann wird es ins Reißen, den Wagen. Ich habe das tatsächlich vorher noch nie gesehen mit dem Plattenreifen. Er hängt auch so links nach unten ein wenig. So, Moment, kurz Map. Sind wir richtig? Jawohl, wir sind richtig. Wir sind total richtig. Da unten ist das Dorf. Oh, unsere Rettung. Ein Kleberdorf. Oh, Werkstatt. Alles da. Alles da. Sogar eine Polizei haben die da. Yeah. Oh mein Gott, das war hier. Da ist er runtergekommen. Der Loot-Container, der Airdrop, den wir extra mal angefordert, auf den wir extra mal gewartet haben. Damit wir auch mal einen Airdrop haben. Ah, wie schön! Wie schön! Ich brauche Kleber.
Ich glaube, die Dame haben wir überfahren. So. Der Kleber vom Rico. Was haben wir da? Ein Bushman-Messer. Sieht aber nicht schlecht aus. So, sonst ist da ja nichts. Leider. Preco. Da haben wir echt viel Zeit verbracht im Preco. Dabei will ich nur einen Kleber. Ich möchte einfach nur einen Kleber. Was ist das? Ein Dietrich. So. Also gut. Kleber. Komm, gib mir Kleber. Oh. Machen wir drüber. Nö. Schade. Ja, schrei rum. Vielleicht sollte ich in die Stadt fahren. Schrott, alles Schrott. Da ist die Polizei, die werden ja auch keinen Kleber haben. Ja, vielleicht müssen die Anzeigen kleben. Eine Hose. Garage? Ich könnte eine Toilette mal suchen. Die findet man eher als ein Kleber. Ich glaube sowieso Kleber, wie bei... Also auf der Suche nach... Oh mein Gott, endlich ein neuer Bikini-Oberteil. Endlich! Das gibt es ja nicht. Wir finden eher eine Autobatterie. Eher eine Autobatterie als Kleber. Das gibt's ja nicht. Hi. Was ist das? Schokoküchlein. Ein kleines Küchlein. So. Bauchtasche. Bitte eine Bauchtasche. Papier. Bauchtasche. Ja, kleine Radio ist schon schön, aber ich brauche eine Bauchtasche. Bogen. Okay. Au! Au! Sowas aber auch. Überraschender Angriff. Und dann hat die nicht mal den Anstand, Kleber dabei zu haben. Das macht man doch nicht. Ja, schon langsam werden die Haare wieder was beweitert. So. Wir waren da überall drin? Nö. Ein Baumwollshirt. Wie sieht das aus? Ja, ob er das Hemdchen besser war. Naja, für die Figur schmeichelhafter ist vielleicht doch das Baumwollshirt. Aber passend zum Rucksack und bla bla bla. So. Schauen wir da rein. Kleber, bitte Kleber. Seltsame Brille. Kleber. Mann, gib mir Kleber. Oh ja. Ja, es ist soweit. Verdammt. So, zuerst immer aufstehen dabei. Ah, wobei, die Zombiefrau war da in diesem Klo ewig lange eingesperrt. Ob ich da noch rein will? So, wir müssten auf jeden Fall auf die große Seite auch noch. Da suchen wir uns aber ein anderes Klo. So, Bauchtasche. Okay, gut. Einen Stock rauf.
So lange waren wir in Brico. Und jetzt hat's uns wieder hierher gebracht. Ich hätte gerne Kleber. Eine Bauchtasche. Kleber und eine Bauchtasche. Nachher heißt dann wieder, ich nehme jeden Beutel mit. So, Batterie brauchen wir keine, Beutel. Oh. Alles trinken. Es geht sich eh nicht aus. Ah, schade, 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 schade. Ein 96er Beutel, der ist schon gut. Der ist schon gut. So, Wasser abstellen. Nein, er lässt den Beutel zurück. Beutel. Da, 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 da. Oh, Kühlschrank, schauen wir noch rein. Was haben wir da? Ja, Karamellbrause. Ein gutes, erfrischendes Süßgetränk. Okay. So, auf geht's wieder. Auf geht's wieder runter. Finde ich da ein Kleber. Was ist das? Schießpulver. So. Ich hätte so gern den Kleber gehabt. So gern. Naja. So, dann würde ich sagen, da hinten ist das Auto. Auf der Suche nach Kleber. Verdammt. Wo kann Kleber noch sein? Da war eine Garage, in der wir nicht drin waren, oder habe ich nachher die Garagentür wieder zugemacht? Jetzt ist da plötzlich Kleber. Dann würde ich aber auch schauen. Oh, schön, eine Tauchermaske. Nein. Für später. Wurfstein lassen wir da. Kleber bitte. So, auf zum Auto. Nö. Ach, wie der schief da hängt. Der Arme. So. Also, würde ich dann sagen, Richtung Süden ist das nächste Ziel dieses Südspitzel hier. Das wird gut. So, meine Lieben, aber das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.